Moin ihr Rabauken, ihr kennt ja alle Jan. Jan sortiert gerade seine Sammlung Zierfische nach dem Alter. Ja, da Jan so langsam sortiert, sind seine Fische dem Tode nah. Er überlegt, ob es eine Methode gibt, das Ganze geschickter zu sortieren. Ja, gibt es. Heute ballern wir uns mal Counting Sword rein und schauen, ob Jans Zierfische dann noch überleben. Sodele, um bestimmte Fachbegriffe zu verstehen, solltet ihr euch das Überblicksvideo mal reingezogen haben. Okay, dann go. Counting Sword bedeutet auf Deutsch sortieren durch Abzählen. Und das ist auch genau das, was wir machen. Wir zählen. Genauer gesagt, zählen wir die vorkommenden Zahlen einfach ab und sortieren sie dann um. Damit das Ganze auch funktioniert, gibt es aber eine Voraussetzung. Die Zahlen oder Werte, die wir sortieren sollen, müssen in einem beschränkten Intervall liegen. Machen wir gleich mal ein Beispiel. Kurzer Hinweis, im folgenden Beispiel werden wir den Index der Arrays bei 1 beginnen lassen. Gut, also dann. Wir bekommen unser Eingabe-Array, also die Zahlenkombination, die wir sortieren wollen. In dem Fall besteht das Array aus 6 Zahlen. Kurze Quizfrage, aus welchem Film kennt man diese Zahlenkombination? Jetzt brauchen wir ein Hilfsarray, das unsere Zahlen zählt. Sagen wir mal, das heißt CountArray, abgekürzt mit C. Da unsere höchste Zahl eine 9 und die niedrigste eine 1 ist, machen wir ein Array mit 9 Feldern. Das Array wird am Anfang überall mit 0 initialisiert. Jetzt fangen wir an zu zählen. Dazu schauen wir uns das erste Feld im Eingabe-Array an. Da steht eine 5 drin, also gehen wir im CountArray an die fünfte Stelle, zählen 1 hoch. An der Stelle steht jetzt eine 1. Daneben gehen wir im Eingabe-Array 1 weiter. Wir landen bei der 2, also erhöhen wir wieder an der zweiten Stelle im CountArray die Zahl. Dann geht's weiter mit der 8 und so weiter. Also im Prinzip gehen wir das Array von vorne bis hinten durch und zählen die vorkommenden Zahlen. Am Ende haben wir an den vorkommenden Stellen eine 1 stehen. Jetzt dürfen wir rechnen. Geil. Wir gehen das CountArray von vorne bis hinten durch und addieren die Zahl des vorderen Feldes mit dem aktuellen Feld. Das erste Feld bleibt dann einfach bei 1. Da das vordere Feld ja nicht existiert, kann man einfach 0 plus 1 rechnen. Danach wird immer weiter aufsummiert. Also im zweiten Feld haben wir dann 1 vom ersten Feld und 1 vom zweiten. Das macht dann 2. Wir schreiben 2 dort rein und gehen weiter. Im dritten Feld steht eine 0, da die 3 ja nicht vorgekommen ist. Also rechnen wir 2 plus 0 gleich 2. Das ganze Prozedere machen wir so lang durch, bis wir am Ende angelangt sind. Dann bekommen wir so ein Array. Okay, und das soll uns jetzt die Zahlen sortieren. Ja, genau. Wir stellen uns erstmal ein Ergebnis-Array, das nennen wir mal E. Dann sortieren wir mal ein. Dazu nehmen wir das Eingabe-Array und gehen es von hinten nach vorne durch. Wir schnappen uns die 1. Jetzt müssen wir im Index 1 des Count-Arrays gucken, wo diese Zahl dann hinkommt. Im Count-Array steht bei Index 1 auch eine 1, also kommt das wohl an die erste Stelle. Danach verringern wir im Count-Array die Zahl um 1. Also steht im Index 1 jetzt eine 0. Okay, geil. Nächste Zahl, die 9. Beim CountArray steht an der Stelle 9 eine 6, also kommt die 9 an die letzte Stelle im Ergebnisarray. Dann wieder im CountArray 1 runterzählen. Bei der 4 dasselbe Spiel. Im CountArray steht da eine 3, also ab darin damit und das CountArray wieder verringern. Jo, machen wir das dann stupide so weiter, haben wir irgendwann alle Zahlen durch und wir haben ein sortiertes Array. Yeah, Party. Warum verringern wir aber das CountArray immer um 1? Ganz einfach. Haben wir mehrere gleiche Zahlen, können wir diese dann auch problemlos einsortieren. Das sehen wir aber später. Counting Sort ist ein stabiles und nicht vergleichbasiertes Sortierverfahren. Die Laufzeit oder Problemkomplexität, wie auch immer ihr das nennen wollt, kann man mit Groß O von N plus K beschreiben. N ist dabei die Anzahl der Elemente des Eingabe-Arrays und K ist dann die Größe des Zahlenintervalls. Also merkt euch, Counting Sort ist stabil, nicht vergleichsbasiert und hat eine Laufzeit von Groß O von N plus K. Okay, wie ist das jetzt aber, wenn wir mehrere gleiche Zahlen bekommen? Am besten machen wir dazu gleich nochmal ein Beispiel. Wir bekommen wieder ein Eingabe-Array. Dann ballern wir wieder das Count-Array mit lauter Nullen hin. Diesmal mit dem Index von 0 bis 4. Gut, dann fangen wir mal an zu zählen. Zuerst die 3. Also wie gewohnt am dritten Index eine 1 machen. Danach die 4. Der letzte Index im Count-Array erhöht sich um 1. Dann kommt die 2 und so weiter. Naja, ihr wisst ja mittlerweile, wie das geht. Am Ende sollten wir folgendes Count-Array bekommen. Die 2 und die 3 sind jeweils zweimal vorgekommen, deswegen ballern wir da auch eine 2 rein. Gut Leute, dann summieren wir den ganzen Kladderadatsch mal auf. Im ersten Feld bleibt die 1 drin. Danach addieren wir 1 plus 1, also 2.
Dann 2 plus 2 ergibt 4. 4 plus 2 ergibt wahrscheinlich 6. Und 6 plus 1, puh, schon hart. 7. Ja, 7 müsste das sein. Gott sei Dank habe ich gleich meinen Taschenrechner neben mir. Nur um sicher zu gehen. Geile Meile, jetzt sortieren wir wieder ein. Fangen wir wieder von hinten an. Man kann auch ohne Probleme von vorne anfangen, aber wir bleiben mal beim Gewohnten. Deswegen schauen wir mal, wo die 1 hinkommt. Ja, das sieht nach Position 2 aus. Danach wieder das Count-Array verringern. Weiter geht's mit der 2. Die schmeißen wir dann an die vierte Stelle und verringern das C-Array um 1. Wir machen das mal so weiter, bis wir bei der doppelten Zahl angelangt sind. Okay, wir sind wieder bei der 2. Jetzt sieht man ganz gut, warum das Count-Array um 1 verringert wird. Eben haben wir die 2 an Position 4 eingeordnet und anschließend das Count-Array um 1 verringert. Deswegen steht jetzt eine 3 dort. Und wir können es ohne Probleme an die dritte Stelle einordnen. Das gleiche passiert dann auch mit der 3. Wir haben die 4 jetzt schon mal an der letzten Stelle einsortiert. Bei der 3 sagt uns unser Count-Array, wir müssen es an die fünfte Stelle einsortieren. Und siehe da, die ist noch frei. Wir kennen leicht, warum das Runterzählen bei mehreren gleichen Zahlen Sinn macht. Schreibt euch also auf, wichtig ist, das Count-Array immer um 1 zu verringern, nachdem einsortiert wurde. Am besten ihr probiert selbst nochmal ein paar Arrays mit der Methode zu sortieren. Fassen wir aber nochmal zusammen. Beim Counting Sort geht es darum, die eingegebenen Zahlen abzuzählen und daraufhin zu sortieren. Dafür brauchen wir ein Count-Array und dann das Ergebnis-Array. Counting Sort ist ein stabiles und nicht vergleichbasiertes Verfahren mit einer Laufzeit von groß O von n plus k. Verringern wir das Count-Array immer schön brav um 1 nach dem Einsortieren, können wir ohne Probleme doppelte Zahlen richtig sortieren. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de und ladet euch unsere App runter. Bis gleich!